Hallo und willkommen zurück zu Tropico 5. Mein Name ist Lord Yoda und ich hoffe, wir gewinnen diese Mission. Weil wir werden in 38 Monaten invasiert. Und ja, sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Wir haben unsere zwei Forts, wir haben 5 Wachtürme, mit denen wir uns verteidigen können. Das heißt, wir können jetzt die Zeit nutzen, sozusagen für die Zukunft zu planen, weil, ja, wir werden, denke ich, nachdem es so aussieht, als ob man immer wieder auf denselben Inseln spielt, hier nochmal zurückkommen. Und da wäre es doch gut, wenn wir eine richtig gute Wirtschaft und auch ein, ja, zufriedene Leute hier haben. Dass wir da nicht in Chaos versinken, wenn wir hier wieder herkommen. Aber ja, erstmal brauchen wir Geld. Erstmal brauchen wir Geld, und zwar viel. Haben wir eigentlich noch einen Handel? Ja, die Claire fährt immer noch. Könnten uns auch mal das Stahlwerk überlegen. Und Strom. Und die Wohnungszufriedenheit erhöhen. Ja, vielleicht auch nicht verkehrt. Geforscht wird noch. Ja, sehr gut. Und Zollamt, Schmuckfabrik, Bank. ...24.000, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann... ja, ist jetzt die Frage, mit was fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, hier zu sagen, wir haben ein persönliches Todeskommando. Weil, hallo, natürlich. Und dann könnten wir mal überlegen, hier ein Kraftwerk zu bauen. Oder auch nicht. Kohle und Erdgas. Schon wieder beides, so wie Wolle hier, oder ist das ein anderes beides? Kann das sein, dass mittlerweile die... Ich glaube, wir brauchen ein neues Transportbüro hier. Die kommen nicht mehr hinterher mit Transportieren. Ja, dann machen wir jetzt ein Transportbüro. Setzen wir auch hier oben hin. Das, denke ich, hilft uns, um ja wieder schneller und mehr Geld zu kommen, einfach weil mehr Leute Waren rumschippern, die sonst überall feststecken, sag ich mal. Ja, also hier ist überall Zeug drin. Und das wird jetzt nicht sein, weil in diesem Moment ausnahmsweise gerade Präsidente, was war. Es ist so heiß draußen, dass ich gesehen habe, wie sich zwei Palmen um einen Hund stritten. Diese Dürre ist eine echte Gefahr für unsere Ernte. Einige unserer Plantagen werden möglicherweise schließen müssen. Außerdem kann die extreme Hitze unseren Leuten den Verstand rauben und sie zu solch irren Dingen wie dem Anzünden von Gebäuden verleihen. Ich brauche eine Feuerwache. Ah! Wo ist der nächste Frachter? Ah, verdammt. Drei Monate. Jungs, macht nichts Falsches. Feuerwache. Zwei Monate. Komm, 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 nichts anzünden. Don't play with fire, kids. Oh, 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 oh. Wir haben gerade Geld bekommen. Schnell, schnell. Nein! Ich war zu spät. Ah, ich war zu spät. Aber noch brennt nichts. Warum habe ich das gesagt? Immer noch zwei Monate. Ja, Kakao. Wird wohl gerade nicht hergestellt. Nach langer Suche haben wir den Kompass gefunden. Er befand sich in Ihrem Schrank hinter den Plänen für die Weltherrschaft neben der Rumflasche. Ich habe ihn unserem kurzsichtigsten Kapitän ausgeliehen, damit er nicht mehr nur nach Gehör segeln muss. Wunderbar. Also wir haben ein Trockendock und die Karte von Tropico haben wir jetzt komplett. Das heißt, wir sehen alles. Zum Beispiel, dass hier eine Goldmine ist. Schick. Und eine Baumwollplantage brennt. Verdammt. Wo ist das Schiff? Da ist das Schiff. Sehr schnell. Sehr schön. Also schnell. Soll's herkommen. So rum.
Go, go, go. 22.000 kriegen wir. Die werden instant hier reingepulvert. Ich klicke schon mal verrückt. Okay. Ich kann es eigentlich lassen. Aber ja, wäre gut, wenn wir das Geld jetzt sehr schnell kriegen würden. Ja, es wird positiver. Und jetzt, los geht's. Dann fahr bitte auch sofort los. Da ist auch schon das Feuerwehrfahrzeug, das losfährt. Ich hoffe mal, das ist noch rechtzeitig. Steht jetzt erstmal im Stau. Warum? Ja, vielleicht sollten wir uns auch mal überlegen, ob wir irgendwie die Straßen anders machen. Weil das muss hier alles natürlich durch, aber eigentlich geht's gerade noch. Drum. Lassen wir es mal. Schauen wir mal hier in der Mission, was da ist. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten, dass unsere Revolution nicht die beste ist. Oh, und wir sollen 2 Mietskasernen bauen und kriegen dafür Ruf bei den Kommunisten. Ich dachte, die mögen uns. Wieso kriegen wir nicht Kapitalisten? Ja, aber 2 Mietskasernen können wir jetzt trotzdem mal bauen, weil das bedeutet nur, dass wir viele Obdachlose, Obdachlose, so heißt's. Wenn man keine Wohnung hat, ist man obdachlos. Ja, haben. Und ja, das erhöht dann vielleicht auch die Wohnungszufriedenheit. Oh, wir hätten es natürlich auch einfach so löschen können, aber ja. Die Feuerwehr ist da, wofür haben wir sie gebaut? Und wehe, das Gebäude fackelt jetzt trotzdem ab, obwohl die Feuerwehr da ist. Naja, sieht doch ganz gut aus. So, das ist mittlerweile auch fertig, das Transportbüro. Können wir aber nicht steigen. Ja. Oh, dafür brennt die... Haben wir noch ein zweites Feuerwehrauto? Die Highschool brennt nämlich jetzt auch. Aber die Feuerwehr ist schon hin unterwegs. Wunderbar. Hoffe ich zumindest, dass sie nicht jetzt erst meint, sie muss wieder ins Depot fahren. Ja, sieht gut aus. Ne, sie muss jetzt umdrehen oder was? Weil es falsche Straßenseite ist. What are you doing? Ah, okay, hier fährt doch was los. Präsidente, mit Hilfe meiner patentierten Regentanztechnik konnte ich die Dürre in die Knie zwingen. Und es hat nur 5 Monate gedauert. Die Dürre ist vorbei. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe laufen wieder wie gewohnt. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Guten Abend. Was ist das denn? Religiöse Anführer. Ach du Schande. Ich glaube, die mögen uns echt nicht. Ja, aber kann man jetzt auch nichts machen. Hey, 2 neue Mietskasernen. Der Ruf steigt. Sehr gut. Dann könnten wir eigentlich auch mal schauen, was wir... Oh, wir haben recht viele neue Manager. Bergwerk. Zustimmung der Arbeiter für das Regime. Ah, okay. Budget steigt. Gestohlenes Geld. Nochmal. Noch einer. Effizienz. Okay, dann packen wir doch einen General hier rein. Und zwar einen General. Dann, ja, das hier wird wahrscheinlich... viel Profit abwerfen. Da packen wir dann den Geldmacher rein. Genau. Hier ebenfalls. So, in die ganzen... Ja, in die ganzen Industrien machen wir den Geldmacher. Und... Ja, dann bräuchte man noch irgendwas mit vielen Arbeitern. Ja, ah, da ist schon ein Geldmacher drin. Hier. Da nehmen wir einen erhöhte Zustimmung für das Regime. Wunderbar. Ah, und hier könnten wir noch... Nee, oder hier. Hier. Einen Magnaten reintun. Wunderbar. Erhöht die Effizienz. Sehr
Präsidente, es tut mir leid, aber wir haben nichts entdeckt. Vielleicht können wir gegen eine kleine Lohnerhöhung etwas finden, sagen wir 20%. Dann kann ich sicher ein paar brauchbare Bestechungsmethoden formulieren. 5% mehr und Sie bekommen ein Lehrbuch, mit dessen Hilfe die Bürger Tropicos den Touristen noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können. Wunderbar, wir haben jetzt ein Zollamt freigeschaltet und ich würde sagen, das bauen wir auch gleich. Das, ja, verbessert die Preise der Exporthandelsrouten. Setzen wir mal hier hin. Das klingt mal nicht schlecht. Mehr Geld. Mehr Geld ist nie schlecht. So, und dann könnten wir jetzt noch ein Stahlwerk bauen. Ich bin dafür, dass wir ein Stahlwerk bauen. Ja, ich meine, wir haben Kohle und Eisen. 34.000 noch und hier 43.000. Ja, da kann man definitiv ein Stahlwerk bauen, weil das bringt halt mal deutlich mehr Geld. Und ja, 21 Monate haben wir noch für den Waffenstillstand. Können wir da noch irgendwas verbessern? Kalter Krieg, nee. Könnten vielleicht doch noch eine Botschaft bauen. Was ist die denn? Hier, Botschaft. 7000. Ach komm, machen wir jetzt mal hier schön neben dem Palast. Hier wäre noch was. Die Welt befindet sich im Krieg. Ich bin kein Experte, aber nun scheint eine gute Zeit zu sein, um das Militär aufzurüsten. Man weiß nie, was passiert. Ja, ich würde sagen, machen wir. Weil haben wir ja schon. Das heißt, wir sollten direkt 8000 kriegen. Wunderbar. So mag ich doch Missionen, die man sofort gewinnt. Dann haben wir mit sozusagen die Botschaft damit bezahlt. So, was haben wir jetzt hier? Senkt die Preise. Alle Exporterlöse fliegen auf ihr Schweizer. Alle Export? Also von dem Handel hier jetzt, oder was? Nee, vielleicht nicht. Nee, vielleicht nicht. Wir brauchen das Geld nämlich gerade noch dringend für die Insel. So, mit den 27.000, denke ich, bauen wir den das Stahlwerk. Wie gesagt, für diese Mission werden wir es wahrscheinlich nicht mehr benötigen, aber für die zukünftigen sollten wir einfach gerüstet sein und investieren. Wahrscheinlich kommen wir jetzt nie wieder auf diese Insel und das war komplett umsonst, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Macht das Trockenmark eigentlich? Erhöht die Geschwindigkeit, das klingt auch nicht schlecht. Stahlwerk. Sagen wir mal hier hin. Sehr gut. Ja, ich denke, es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus gerade. Wir haben, ja, überall die Sachen verbessert in den ganzen Wachtürmen. Hier haben wir auch was Besseres. Hier könnten wir theoretisch Panzer haben. Ich hoffe, da kommen auch welche raus hier. Und ja, könnten vielleicht noch so eine Kaserne bauen. Für 14.000. Ja, denke ich, werden wir noch machen. Wenn wir zumindest genügend Geld kriegen würden. Ja, der macht schon wieder zu. Aber der nächste kommt schon wieder in 4 Monaten. Umweltverschmutzung. Ja, das ist eigentlich weit genug draußen. Dann machen wir das mal. Und eine neue Mission. Der Orden hat seine Kontakte überall, Präsidente. Wir können nochmal 10.000 zahlen, damit sie nochmal schwächer werden.
Sollten wir dringend machen. Wir haben noch 15 Monate. Dann hätte ich jetzt vielleicht dieses Upgrade nicht machen sollen, aber ja, das wird schon noch. Kommt das Schiff noch zweimal? Ah, wir könnten noch eine ausländische Macht einladen. Wie sieht das denn aus? Na, die mögen uns beide nicht ganz so toll. Also, neutral ist noch okay. Dann erhöhen wir doch mal die Beziehung zu den Alliierten. Wacker geschlagen, mein Freund. Die Achsenmächte haben mir schlaflose Nächte bereitet. Aber das heißt auch, dass ich mich jetzt mit noch größeren Snobs umgeben muss. Das Schicksal eines guten Diplomaten. Theoretisch, wenn die Mission jetzt noch länger gehen würde, hätte ich gesagt, zwei kostenlose Gebäude. Aber in dem Fall nehme ich die 7000, weil wir brauchen das Geld jetzt. Für die nächste Mission wäre natürlich das andere besser, weil wir dann insgesamt mehr Geld kriegen würden und so weiter und so fort. Aber ja, 14 Monate. Wir müssen jetzt dringend diese Basis bauen. Oh, der Handel ist fertig. Dann schauen wir mal. Stahl. Stahl. Den werden wir ja ab gleich liefern können. So, wo ist jetzt das Schiff, das mir hoffentlich genügend Geld gibt, dass ich sowohl die Kaserne als auch die Saboteure hier machen kann? Wobei die Saboteure fast wichtiger werden. In Europa braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Pläne für gewaltige Schlachten und Operationen mit Codenamen. Das sind keine Sandkastenspiele mehr. Beide Seiten bitten uns um Hilfe. Ich denke, wir unterstützen die Alliierten. Da haben wir jetzt auch gerade schon die... Kommen wir einmal nach rein, nein. Die Botschaft gebaut, sodass die uns lieber mögen. Und dann mögen die uns ganz, ganz gerne. Wen schicken wir denn? Die da. Wo ist mein Schiff? Ein Monat. 30.000, das heißt, wir haben 20.000 positiv. Ja, das könnte sich ausgehen, das könnte sich ausgehen. Also das müssen wir als erstes machen. Wobei, das andere dauert länger und das Schiff kommt nochmal. Presidente, uns ist ein wissenschaftlicher Durchbruch geglückt. Oh, wie das glitzert. Was ich sagen wollte. Oh, wie das glitzert. Unsere Forschungen haben ergeben... Oh, wie das glitzert. Das... Ach, vergessen Sie's. Sehr schön, wir haben die Schmuckfabrik. Oh, wie das glitzert. Das Schiff kommt nochmal an, oder? Ja, das kommt nochmal an. Dann bin ich jetzt riskant und baue erst die... Was war's denn? Kaserne. Genau. Mal mit der Kaserne können wir dann... Ja, haben wir doch bessere Chancen, die Invasion zurückzuschlagen. Bauen wir mal dahin. So, wenn du jetzt noch ins Positive kommst. Ja. Der Orden hat dann machen wir das auch noch. Wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. So gefällt mir das. Wir haben die Streitkräfte sehr stark dezimiert und kriegen gleichzeitig selber nochmal mehrere. Also die gegnerischen Streitkräfte dezimieren. Und das Stahlwerk. Dauert ewig zum Bauen. Oh, ich könnte mal hier ein bisschen schneller laufen lassen. Jetzt läuft ja alles eigentlich gerade recht gut. Denke ich, finde ich. Ja. Was ist jetzt los? Baut doch mal fertig. Bauen die jetzt hier unten? Nö, bauen sie überhaupt? Wo ist denn das Baubüro? Hier, oder? Okay, jetzt bauen sie weiter. Na, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, das sollen sie jetzt mal lieber schneller bauen.
Wir brauchen schließlich in 6 Monaten eine bestehende, eine funktionierende Kaserne. Hallo? Was macht ihr hier? Hallo, wir haben noch 5 Monate. Die weigern sich gerade so ein bisschen zu bauen, oder? Muss jetzt erst noch der Chef kommen, der ihnen sagt, ey, ah ja, okay, es passiert doch was. Das wird eng, ob da noch irgendwer reinzieht, selbst wenn es fertig ist. Wir haben eine besonders wirksame Massenvernichtungswaffe entwickelt. Zahlenkolonnen. Wer sich nicht damit auskennt, wird auf ewig darin verstrickt, ohne Hoffnung auf Rettung. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag steht allerdings kurz davor, sie wegen besonderer Grausamkeit zu ächten. Na gut, wir haben eine Bank. Was haben wir hier noch? Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Oder dafür. Kann mir das immer so schlecht merken. Ja, jedenfalls brauchen unsere Truppen dringend Rum. Ich weiß nicht wozu, doch es ist unsere nationale Pflicht, unsere Truppen zu unterstützen. Deswegen sollen wir 10.000 Rum exportieren. Ja, machen wir mal. Was wir jetzt auch vielleicht mal schauen sollten ist... Das passt, das passt. Kriegen alle genügend Geld, gut situiert. Ah, die Basis ist noch fertig geworden. Können wir aber nicht ersetzen. Okay. Okay. Gut. Dann ist jetzt gleich die große Schlacht und ich hoffe mal, wir gewinnen sie. Der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen, Präsidente. Wie es Lian Kane vorhersah, werden schon bald die Invasoren von Isla Rocha angreifen. Ich hoffe, dass Ihre vorbereiteten Verteidigungsmaßnahmen ausreichend sind. Ich auch. Ansonsten könnte Ihr Versagen das Ende für unsere beiden Karrieren im Orden bedeuten. Ja, wir sollen sie besiegen. Wow, das geht's auch schon los. Wir haben jetzt noch ganz schnell bei Verordnungen. Was haben wir denn? Hier. Militärischer Dritten. Ja. Hey. Wunderbar, wir haben Panzer. Militärischer Drill aktivieren, sobald wir Geld haben. Warum fährt der wieder zurück? Ergebt euch und lebt! Der Krieg ist die Hölle. Seid abzudanken! Ja. Keine Ahnung. Ihr solltet keine Frau reizen. Ja, jetzt können wir schnell die militärischen Drill aktivieren. So. Erwarte Ihre Befehle. Angriff, ich lebe 153. Und werde weiterkämpfen. Auf jeden Fall mal mehr. Ihr kämpft wie Waschlappen. Die sollten wir besiegen, oder? Ja, die besiegen wir. Ich lebe. Zeit abzudanken. Mehr habt ihr nicht drauf? Da sind unsere Panzer besiegt worden, aber von da oben kommen noch 2 Trupps. Unter anderem unser Todesschwadron. Wann greifen wir an? Glaube ich. Erwarte Ihre Befehle. Mehr habt ihr nicht drauf? Das sollten wir doch schaffen, oder? Ja, die gehen jetzt... Wow. Da macht's Boom. So wendet sich das Blatt. Ja, das sind dieselben. So wendet sich das Blatt. Und wunderbar. Wir haben es geschafft. Gemeinsam mit Adriana haben sie die Möchtegern-Eroberer vernichtet. Ihr Zusammenspiel war schön anzusehen. Einmal mehr haben sie ihren Wert für den Orden unter Beweis gestellt. Ich habe nie an ihrem Erfolg gezweifelt, Präsidente. Ich sehe eine große Zukunft für Sie und Adriana. Wunderbar, wir haben es geschafft. Ja, das war nicht einfach. Aber wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Also, ja, freue ich mich schon wieder auf die nächste Mission, wo wir natürlich wieder auf der anderen Welt spielen. Welt, Insel. Ich hoffe, da haben wir jetzt auch keine Probleme. Nicht, dass wir da irgendwie... Ich glaube, beim Bau haben wir da nicht so viel gemacht. Aber wir werden immerhin nicht invasiert. Das heißt, wir müssen nicht so sehr auf Militär gehen. Naja, schauen wir mal. Wir sehen das Ganze in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.